Hallo Leute, es ist soweit. Wir machen eine Tour durch Kyoto, eine Stadt in Japan mit der Rikscha. Und das ermöglicht uns unsere Wii U, der Gamepad und der Typ mit der Kamera, der in der Rikscha gestiegen ist und durch Kyoto gefahren ist. Und wir zeigen uns, wir machen jetzt die Fahrt mit. Müssen erstmal unseren Controller hier kalibrieren. Kalibration abgeschlossen. Und jetzt müssen wir auch den Fernseher richten. A-Knopf. View, Panorama View mit der Rikscha durch Kyoto. Ja, schauen wir doch mal. So, 360 Grad wurde uns ja versprochen. Und es wird auch, soweit ich jetzt sehe, hier eingehalten. Ja, bis auf meine Beine, die sehe ich nicht. Ach, da ist auch schon die Rikscha. Und wir sind in Begleitung. Ja, ich weiß nicht, wie sie heißt, den Namen hat sie uns noch nicht genannt, aber hey. Oh, es gibt sogar eine ganz moderne, ach, man kann sogar reinzoomen. Es gibt eine ganz moderne Treppe hier. Guck mal, so, das ist so eine Art, das ist eine kleine Leiter in Japan. Ah, ich soll mit? Ja, kein Problem. Lauf, Junge, nicht bremsen, lauf, einfach drüber. Ach so. Ah, ja, natürlich, ja. Das ist also Kyoto. Eine kulturell wichtige Stadt in Japan. Oh mein Gott! Jalousien! Wow! Ja, ja, das ist ganz besonders, was du da hast. Was ist hier? Boah. Ey, das ist doch cool, ne? Ja. Wird auch noch freudig begrüßt hier, so. Ach komm, mit X kann man jetzt auch noch hier das, was ich beobachte, reinblenden. Cool. Anstatt das Kleine habt ihr dann das Große. Schlecht. Ja, ja, what? Genau, da, weiter, ja. Genau, da wollen wir hin, da hinten hin. Lauf, Junge. Ja, schön hier, ne? Was hast du dazu, Miss ohne Namen? Ich guck dich an. Ah, Palast. Kann man noch was machen? Ach, zurückblicken kann man hier auch noch. Ah, ich hab da Snackautomaten übersehen. Wo sind sie? Cool. Weil leider ist mein Japanisch nicht ganz so gut, deshalb kann ich nicht lesen, was da steht, aber das... So. Oh. Die Funkantenne von Kyoto. Wow, Fernsehturm und Funkantenne in einem. Genial. Noch mehr Automaten. Ja, hi, hi. Was mir auffällt, das Bild ist ziemlich verpixelt, sowohl auf dem Hauptbildschirm als auf dem kleinen auch, aber gut. Schönste Gärten hier. Wow, Bäume. Büsche. Ein Rikscha-Fahrer, der uns was erzählt. Nicht wahr, Schnucki? Hi. Ja, du auch, hi. Ja, gucken wir mal so ein bisschen die Gärten der Nachbarn. Genau. Wow. Schön, ne? Ja, ne? Ja. Oh, Zeitsprung. Das ging jetzt aber flottig. Jetzt sind wir hier schon. Wir sind hier auf dem Platz. Irgendwo. Und. Ja, ja, das ist ein sehr, sehr schöner Gang, wirklich. So, ja, sieht nett aus. Könnte man langlaufen, wenn nicht dieser Pfosten da im Weg wäre, wo man dann den Fahrer verlieren würde. Was ist das? Oh mein Gott, die haben Eingangstor. Guck dir mal raus. Haben die da Knoblauch hängen? Die haben Angst vor Vampiren, glaube ich. Ist das Knoblauch? Ja? Ja, das ist Knoblauch. Achso, man kann da also nicht reingehen als Vampir. Das ist gut. Gut zu wissen, werde ich mich hüten, da reinzugehen. Oh, Fahrradfahren. Mofa, Kaffee. Ein Glatzkopf. Verlässt du uns schon, oder was? Ja, sich. Ja, mach's gut. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns das nächste Mal bestimmt wieder. Acht eben auf den Rucksack. Ja, wir beide hübschen, wir laufen jetzt einfach weiter, was? Durch die Welthauptstadt Kyoto. Ja, man sieht sehr viele Einwohner. Immerhin hat die Stadt ja auch 1,437 Millionen Einwohner.
Ach toll, jetzt wollte ich mir den See angucken und sind wir wieder hier in so einem Park oder was? Ja, das war da kaufen. Herrlich. Ja, jetzt ist ja nicht mehr so gesprächig. Jetzt kaum ist die Dame weg, neben uns, da quatscht er nicht mehr so viel, habe ich das Gefühl. Was sind wir denn hier im Tropenwald, ey? Wow. Ach, hey! Hi, schön dich. Wo? Boah, ist ja hier schon fast hier ist Star Trek-mäßig hier. Beam so einfach durch die Gegend. Genau, schön anschnallen. Der Typ, der rast hier ja auch so, das ist unglaublich. Muss man sich anschnallen. Wenn der anfängt zu bremsen, dann liegen wir gleich hinten auf der Fresse auf dem Bordstein hier. Was? Wie schnell darf man hier fahren? 10? Nicht so schnell, Junge, darfst du 10 fahren. Oh. Noch mehr Knoblauch. Ja. Wie sieht es aus? Oh, sonnig. Wir können ja noch weiterfahren, Runde. Mein Gott, kannst du ein bisschen Gas geben hier? Ja, das wird dann dunkel. Gib mal ein bisschen Gas, ich bin noch nach Hause. Oh. Ja? Ey, das sieht ja cool aus, das Gebäude. Oh, das ist toll, wieder weg. Was ist jetzt hier los? Ach, du willst mir zeigen, wo Miyamoto wohnt? Ja, dann zeig mir mal den Garten von Miyamoto. Wie, wir sollen vorsichtig sein, der spielt gerade in Nintendo Land. Ja, kein Problem, wir sind leise. Ja, wir sind ganz leise. Komm, wir schleichen uns einfach in den Garten von Miyamoto. Oh, was ist das? Sag mal, was ist denn das jetzt hier? Ich habe gedacht, wir fahren Rikscha und jetzt laufen wir hier durch den Garten oder was? Hallo? Wofür bezahle ich den Fahrer denn? Bezahle ich den überhaupt? Hallo? Ich meine, das ist schon ein schöner Garten, muss man mal sagen. Ja, aber trotzdem habe ich gedacht, dass man hier mit der Rikscha irgendwie jetzt Tokio unsicher macht, so autobahnmäßig, einfach mal drüber rasen. Was ist da hinten? Ein Schrein, ein Tempel? Die haben ja öfter so Tempel und Schreine irgendwie bei den Gärten, von Größe, oder? Wieso quatsche ich mit mir? Ah, jetzt fahren wir endlich wieder. Gott sei Dank. Was ist das hier? B. B-Gesicht. Was ist B-Gesicht? Was ist das? Den darfst du nicht halten, Junge. Wow, was verkauft er da? Paddel oder was? Ey, geh mal weg da. Wo ist ein Bild? Ja, toll, du warst im Weg. Sehr idyllische Berglandschaft hier. Was? Was willst du? Achso, verabschiedet sie sich wieder. Hi, mach's gut. Genau, mach's gut. Genau. Was? Achso, ich bin... Ach, das war schon. Wir sind schon am Ende unserer Reise hier. Ach so. Gut, jetzt können wir uns das Ding nochmal ansehen. Aber. Das war jetzt ja komisch. Also ehrlich gesagt habe ich gedacht, das geht ein bisschen länger. So. Weiß ich nicht. Wie lange war es denn überhaupt? Keine Ahnung, aber. Das war doch bestimmt nicht mehr als 10 Minuten. Ja, das war ein bisschen wenig. Also für 2 Euro, wo ich dachte, meine klar, diese 360 Grad Sicht, die hast du, die ist richtig cool gemacht. Muss man ganz ehrlich zugeben. Nur ich finde jetzt. Wenn das wirklich jetzt nur 10 Minuten oder so waren, das war halt ein bisschen wenig. Vor allem hat er uns immer nur so Straßen gezeigt. So hier ist eine Straße, da ist ein Gebäude. Ich denke mal, da gibt es noch ein bisschen mehr zu sehen, oder? In Kyoto. Naja, gut. Das war unsere Reise mit der Rikscha. Es gibt die anderen Panorama-Views auch noch in den nächsten Tagen. Und da feiern wir Karneval, fliegen wir mit einem Vogel irgendwie durch die Gegend und machen eine Doppeldecker-Busfahrt. Das war auf jeden Fall... Kyoto mit der Rikscha unterwegs und einem quasselnden Typen, wenn nur eine Frau da ist. Das war's von mir. Bis zum nächsten Panorama-View auf der Wii U.